wollen wir euch heute unsere neue Lehmbauplatte zeigen, wie sie montiert wird. Die Lazio Lehmbauplatte ist 1,25 m lang, 50 cm breit und 20 mm dick. Sie besteht aus Lehm, Pflanzenfasern und eine Armierungsgewebelage aus mineralischem Putzgewebe. Und die Platte wird montiert mit rostfreien Schrauben und diesen Unterlagsscheiben. Außerdem benötigt ihr noch ein Werkzeug, Wasserwaage, Winkel, Cuttermesser, Meterstab, eine Stichsäge und natürlich den Akkuschrauber. Die Lazio Lehmbauplatte wird entweder auf einem vollflächig beplankten Untergrund montiert oder aber auf eine Konterladung auf dem Holzständer, und dann wird die Platte im Abstand von 25 cm montiert mit 4 Schrauben an der Linksseite und 3 Schrauben in der Mitte. Kleinere Ausschnitte lassen sich mit der Stichsäge aussägen. Die Lazio Lehmbauplatte lässt sich auch mit dem Cuttermesser schneiden und brechen. Die Lazio Lehmbauplatte haben wir nun also fertig auf der Wand verlegt. Wir haben sie im Verbund montiert mit einem Abstand zwischen den einzelnen Fugen von mindestens 25 cm. Das ist wichtig, eine Fuge über der unteren Fuge wäre also falsch. Ebenso am Fenster wird der Ausschnitt so gewählt, dass keine Fuge direkt über der Kante ist, sondern dass man die Platte wie hier L-förmig ausschneidet. Außerdem haben wir größere Löcher jetzt schon zugespachtelt, sodass wir nun eine komplett gestaltete Wand haben, die wir nun mit dem Lehmputz Campagna einmal überspachteln, um so eine fertige, gleichmäßige Wandoberfläche zu haben. Um die Wandfläche zu überspachteln, rühren wir uns den Campagna Lehmgrundputz an und stellen ihn auf schlanke Konsistenz ein. Damit der Lehmputz sich gut mit der Lehmbauplatte verbindet und auch nicht so schnell anzieht, nässen wir die Wand vor. Am besten geht das mit einem Sprühgerät. Die Lazio Lehmbauplatte wird nun mit einer ca. 5 mm starken Lehmputzschicht überzogen. In die aufgespachtelte Putzwand betten wir sofort ein Gewebe ein. Das heißt, das Gewebe wird einfach auf den feuchten Putz aufgelegt und mit der Pelle eingedrückt. Über die Ecke ziehen wir das Gewebe ca. 5 bis 10 cm herum. Eine weitere Möglichkeit ist, ein Gewebeband nur über die Fugen der Platten zu legen und dann die Wand anschließend zu überputzen. Die Gewebestreifen sollen nicht überlappen. Nun überspachteln wir die ganze Wand mit Campagna-Lehm-Grundputz und zwar in einer Stärke von ca. 5 mm. Nach wenigen Minuten hat der Putz etwas angezogen und wir können Riefen, die durch Aufziehen entstanden sind, einfach wegglätten. Die Fläche muss nicht perfekt sein, weil später ja noch ein Lehmfinishputz oben drüber kommt.
So, die Lehmbauplatte ist nun also fertig überspachtelt mit der ersten Lage Grundputz, worin ein Putzgewebe eingebettet ist. Die Lage ist trocken und jetzt könnt ihr einen Lehm-Finish-Putz aufbringen, entweder Verona Fein oder Verona Grob oder Venezia Lehm-Edelputz Antik. Wie das geht, zeigen wir euch in den anderen Casa Natura Anwenderfilmen. Schaut da einfach nach und wir wünschen euch viel Erfolg.